Heute zeige ich euch die aktuelle Luxury Box. Das ist die Box für Januar bis März 2019. Die erscheint immer nur alle 3 Monate. Es ist sehr hochwertige Kosmetik, Pflege, alles Mögliche drin. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, weil in diesem Jahr ändert sich was. Sieht man eben auch schon hier draußen dran. Die ist jetzt in Zusammenarbeit mit der Cosmopolitan. Bin schon gespannt, ob da sich irgendwas verändert. Ich hoffe nicht an der Wertigkeit. Am Ende vom Video gibt es wieder Top und Flop aus der letzten Box. Und damit hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So, bevor wir loslegen, möchte ich aber euch ja noch auf ein Gewinnspiel hinweisen. In meinem letzten Video, Unboxing der Look Fantastic Box vom Januar 2019, gibt es eben ein Gewinnspiel. Das verlinke ich euch am Ende vom Video unten in der Infobox. Aber jetzt packen wir erstmal die hier aus. Schon ganz gespannt. Also hier fehlt jetzt die Schleife. Dafür haben wir so ein Papier halt drumherum. Wenn ich es dann runterbekomme. So schaut die Box aus. Also da hat sich nichts verändert. Es ist wieder noch ein Kärtchen mit dabei, dass die Box mit viel Liebe und größter Sorgfalt zusammengestellt worden ist. Leute, schaut mal! Ich habe schon wieder eine der Boxen mit einem Golden Ticket drin. Ich weiß gar nicht, wie viel Golden Tickets bzw. in jeder wievielten Box dieses Mal ein Golden Ticket drin ist. Auf alle Fälle ist hier auf der Rückseite ein persönlicher Gutscheincode und den muss ich wieder an eine bestimmte E-Mail-Adresse schicken. Ich kriege wieder was zugeschickt, ich habe keine Ahnung, was es ist. In der letzten Box, das fand ich übrigens sehr gut, da war ja das Duschgel von Lacoste drin und mein Golden Ticket war dann das passende Eau de Parfum dazu. Also das finde ich ja echt ziemlich genial. Aber auch dieses Jahr startet gleich toll. Ich habe schon wieder ein Golden Ticket. Sehr cool. Dann haben wir immer ein Magazin mit dabei. Da sind die einzelnen Produkte noch mal näher beschrieben und da sind auch die Preise drin. Da können wir danach aber gleich mal ein bisschen spicken. Und jetzt kommt was Neues. Ich habe hier jetzt auch wieder einen Gutscheincode von und hinten, ja, es ist der gleiche, für 3 Ausgaben der Cosmopolitan. Ich glaube, das E-Paper, also ich kriege jetzt nicht das Magazin zugeschickt, sondern das E-Paper, aber ziemlich coole Sache. Das ist schon mal eine der großen Veränderungen. Und jetzt schauen wir doch mal rein, was für Produkte drin ist. Hier kommt mir gleich was riesig Großes schon fast entgegen, von Ahuhu Hydro Body Wash. Okay, also es ist wirklich richtig groß. Hier sind 500 Milliliter drin. Und von der Marke war schon mal so ein Pflegespray für die Haare drin. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen, ja, hoffe ich, dass das qualitativ auch gut ist und mir gefällt. Mag ich bloß gleich mal den Geruch riechen. Von der Optik her würde ich sagen, sollte es vielleicht ziemlich frisch sein. Keine Ahnung. Ja. Riecht so ein bisschen nach Meer. Vielleicht auch ein bisschen so typisch wie Salzpeelings oft riechen. Kommt eben auch in einem praktischen Pumpspender daher. Ja, ist ziemlich groß, also so von der Verpackung her. Ja, also man braucht ziemlich viel Platz, um es hinzustellen. Also einfach mal so mitnehmen ist das jetzt definitiv nichts. Aber wir wollen uns nicht beschweren, es ist viel drin, es riecht gut und ja, bin ich schon gespannt, wie das ist. Achso, wir könnten gleich mal im Magazin schauen.
ob das da drin ist. Ich denke doch. Das kostet übrigens 19,75 Euro. Also das ist schon ein stolzer Preis. Aber gut, es ist auch viel drin. Dann als nächstes sehe ich schon ein mir bekanntes Produkt. Evo Eye Eyelash Formula. Dieses Wimpernserum hatte ich bereits im Adventskalender von der Brigitte Box drin. Und habe ich ausführlich getestet. Ich lasse es jetzt zu, also da ist einfach nur so ein dünner Pinsel innen drin. Habe es ausführlich getestet und ich sage jetzt noch nichts dazu, weil dazu habe ich nämlich ein extra Video gedreht. Das kommt dann demnächst und da werdet ihr erfahren, ob es mir gefällt, ob es mir nicht gefällt, wie die Anwendung war. Ja, alles drumherum. Das ist übrigens laut Luxury Box auch das Highlight in der Box und kostet 49,95 Euro und da sind gerade mal 3 Milliliter drin. Also wenn das nicht hilft, Leute, das sind fast 50 Euro, das muss helfen. Dann haben wir hier noch Olas Eyes Illuminating Eye Cream. Ja, ne? Wer dunkle Augenringe hat. Wer hat von uns schon dunkle Augenringe? Keine Ahnung. So schaut es aus. Ist dieses Olas Eyes jetzt eigentlich... Hat das was mit Oil of Olas zu tun? Ist das eine neue Firma? Haben die sich umbenannt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das soll kosten, wenn es auch 15 Milliliter sind, genau, 19,99 Euro. Und das lässt die Augenpartie sofort strahlen, sorgt mit der Zeit für eine ebenmäßige Haut. Es hat eine auffällende Cremeformel. Ah, deswegen das extra für dunkle Augenringe. Ja, da bin ich schon gespannt. Darüber freue ich mich auch. Als nächstes habe ich hier Matte Masky Sleep Repair Renewal Nourishing Mask. Boah, ist das schwer. So schaut es aus. Vielleicht richtig rum, dann könnt ihr es auch lesen. Also eben eine Maske über Nacht. Ja, ich trage die auch immer ein bisschen dicker auf und ja, ich habe das ganz gern. Über Nacht ist das dann nicht so schlimm, ob man einfach glänzt oder irgendwas. Hauptsache es hilft. Also da bin ich auch schon gespannt, wie die ist. Die soll die Poren verfeinern. Und hiervon kosten 60 Milliliter 23 Euro. Hier sind jetzt nur 20 Milliliter drin. Also hat das ungefähr so einen Wert von 7,50 Euro. Als nächstes kommt hier ein Lippenstift von Bella Pierre Cosmetics in der Farbe Envy. Oh, was ist hier passiert? Der hat leider schon ein Badge bekommen. Ja, gut, vielleicht ist er mal irgendwie, er ist halt irgendwie da oben rangekommen. Keine Ahnung. Ich trage ihn nun mal auf. Handrücken, bis ihr die Farbe seht. So schaut sie aus. Ja. Also in der letzten Luxury Box war ja von Art Deco auch schon Lippenstift drin, in einer ziemlich ähnlichen Farbe. Hätte man sich jetzt vielleicht ein bisschen was anderes ausdenken können. Gut, aber nicht jeder hat ja eben das Auge nur über langen Zeitraum. Und deswegen ist es jetzt halb so wild. Auf alle Fälle gefällt mir die Farbe gut. Ist ziemlich alltagstauglich. Ja. Und der kostet 20 Euro. Von Bella Pierre habe ich auch schon mal in einer anderen Farbe einen Lippenstift gehabt und der hat mir echt gut gefallen. Also schön von den pflegenden Eigenschaften alles. Top.
Und als letztes habe ich hier noch von Lancôme Paris Advanced Genifique ein Youth Activating Concentrate. Also ein verjüngendes Konzentrat. Ziemlich klein. Also jetzt nicht so klein, dass es nur eine Probiergröße ist. Also es reicht schon für ein paar Anwendungen, denke ich. So schaut das aus. Also hier sind jetzt 7 ml drin. Die Originalgröße hat 30 ml. Und die kosten 80 Euro. Ja, das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht bewerten, weil das ist für mich jetzt wirklich nur so eine Probiergröße, die man halt, ja, wenn man irgendwo bei Douglas oder irgendwo einkaufen geht, auch mal so vielleicht dazu bekommt, ein bisschen mehr gekauft hat. Deswegen mag ich die jetzt nicht wirklich bewerten. Also mir gefällt die aktuelle Luxury Box gut. Ja, toll ist natürlich auch, dass ich ein Golden Ticket dabei habe, aber gut, das soll jetzt nicht in die Bewertung mit einfließen. Es sind wieder viele schöne unterschiedliche Produkte dabei von Firmen, die man sonst ja noch nicht so vielleicht auch zu Hause hat oder kennt. Man kann sie wieder ein bisschen durchsuchen. Den Gesamtwert schreibe ich euch mal hier noch mit hin. Und nun kommen wir noch zu Top und Flop aus der letzten Box. Mein Flop-Produkt sind leider die Ampullen hier von Rituals. Ich habe sie noch nicht ganz aufgebraucht. Es sind noch 3 Stück drin. Also die pflegenden Eigenschaften sind toll. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Aber ganz ehrlich, 7 Ampullen für, ich glaube, 28,50 Euro. So ungefähr halt. In dem Dreh, das ist mir einfach zu heftig. Und da hatte ich auch schon andere Ampullen. Da hatte ich das Gefühl, dass die pflegenden Eigenschaften ziemlich ähnlich sind. Und aber doch bedeutend weniger kosten. Also es sind nicht die Ampullen selber, sondern es ist einfach, für mich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis doch fragwürdig. Deswegen ist das mein Flop-Produkt aus der letzten Box. Und mein Top-Produkt aus der letzten Box ist dieses Öl hier. Healthy Sexy Hair. Das kann man eben für die Haarspitzen hernehmen, einfach damit ein bisschen Pflege reinkommt. Wenn man eine sehr trockene Kopfhaut hat, was ja jetzt gerade im Winter doch viele haben, dann kann man die einfach direkt auf der Kopfhaut ein viel Feuchtigkeit reinbringen. Ich mache das auch ganz gern einfach mal über Nacht, dass ich da auch ein bisschen mehr auftrage. Da muss ich natürlich unbedingt am nächsten Tag die Haare waschen, weil es dann doch zu viel ist, gerade am Haaransatz. Aber so, und es fühlt sich echt toll an, wenn man wenig hernimmt. Man merkt sofort die pflegenden Eigenschaften. Aber es glänzt nicht so, dass es jetzt eben fettig aussieht. Deswegen ist das mein Top-Produkt aus der letzten Box. So, und das war es auch schon wieder für heute. Ich hatte euch ja am Anfang vom Video schon gesagt, dass ich noch aktuell ein Gewinnspiel laufen habe. Schaut euch doch mal das Video dazu von der Lookfantastic Box im Januar an. Da ist es mit drin. Ich verlinke euch das jetzt auch gleich. Ja, und dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn dir das Video gefallen hat, meinen Kanal abonnierst. Falls du das nicht eh schon getan hast, dann schau doch auch mal auf Instagram vorbei. Und dann freue ich mich, wenn du auch wieder beim nächsten Mal mit dabei bist. Ciao, eure LKS.